Das war einer der schwersten Phasen, die ich je in meinem Leben hatte. Auch gerade dieses Postdepressive, was Miller danach gespielt hat. Ja, ich habe es mit nach Hause genommen. Ich musste in Therapie, ich musste das behandeln lassen. Aber findest du eigentlich, dass wir in dieser Dreierkonstellation Amelie, Miller, Mike ein gutes Team sind? Ein bestialisch gutes Team. Wie bist du damals zu BTN gekommen? Oh Gott! Das weiß ich tatsächlich nicht. Wir können auch das Gespräch hier weiter auf Berlinerisch filmen, wenn du Bock hast. Machen wir jetzt hier ein Deal für Kamera? Ach du Scheiße. Auf alles. Normalerweise wird der Backstage-Talk hier anders beendet, aber wir fühlen uns gezwungen, das zu sagen. Lisa. Meine lieben Zuhörer, meine lieben Zuhörerinnen. Wie ihr seht, wir haben ein neues Setting. Das heißt auch, wir haben einen neuen Gast. Das heißt auch, wir haben einen neuen Backstage-Talk. Ein paar Fun Facts zu meinem neuen Gast. Sie oder er kann es tatsächlich schaffen, mit alkoholfreiem Sekt sich betrunken zu saufen. Sie oder er kann man lautesten rülpsen. Sie oder er hat versucht, mich mit Abführmitteln zu betäuben. Und sie oder er denkt, dass EMS Sport ist. Sie oder er habe ich aber auch schon einen Hochzeitsantrag gemacht. Wer kann es sein? Es ist meine liebe Kollegin, es ist Lisa Baschke. Herzlich willkommen zu meinem Backstage-Talk. Oh mein Gott, wie lieb. Ja? EMS ist kein Sport. Wir wollen es nur mal klarstellen, es ist kein Sport. Ich kriege die Tür nicht zu. Okay. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, Prostata, ne? Geil. Wahnsinn. Und vielen lieben Dank, dass wir hier in deiner Wohnung sein dürfen. Klar. Wir haben es einfach mal aus Kraft eigener Arroganz genutzt, weil sie ist schön, sie ist groß. Ich muss danach nicht aufräumen bei mir, von daher. Nein. Und ihr seid jederzeit herzlich willkommen. Vielen lieben Dank. Tatsächlich war diese Konstellation das, was die Leute am meisten mir geschrieben haben. Mach doch mal ein Interview mit Lisa, mach doch mal mit Lisa, mach doch mal mit Lisa. Ja. Was ist mit Lisa? Wann kommt Lisa eigentlich? Hast du schon mal Lisa gefragt? Was lange währt, wird gut. Ich habe sie schon gefragt, schon öfters. Aber wie es nun mal so ist, wir haben alle auch verschiedene Termine und nicht immer hat jemand mal Zeit. Und wenn der eine Zeit hat, dann kann der andere vielleicht gerade nicht. Aber scheißegal, weil jetzt sind wir nämlich hier. Es ist relativ spät, aber das ist ja Wurst. Weil du hast mir versprochen, wir machen das heute trotzdem noch, ja, obwohl es ein bisschen später wird. Deswegen vielen lieben Dank. Egal. Ich habe sie vorher nicht gebrieft. Du kennst vielleicht das ein oder andere Video schon. Von daher kennst du auch die Fragen nicht, die ich dir stellen werde. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse mich von dir leiten und gucken wir mal. Schauen wir mal, was wird. Jo. Und deswegen fangen wir direkt an. Wir haben ja immer eine Kategorie kurze Frage, lange Fragen. Mhm. Und wir fangen mit den kurzen an. Und deswegen möchte ich, dass du mir so spontan wie möglich diese Fragen beantwortest, ohne groß zu überlegen. Aus dem Bauch heraus. Aus dem Bauch heraus. Aber ich trinke vorher noch einen Schluck Rotwein. Ich auch. Mhm. Schmeckt schon wieder. Frage Nummer 1. Ein anderes Wort für Lachs. 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 Arbeiten Sie gern mit mir zusammen? Ja, sehr gerne. Von einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du dein Sportlevel beurteilen gerade? 7 bis 8. Hm. Lieblingsessen? Spaghetti Bolognese. Und Kinderschokolade. Boah, zusammen? Beides zusammen. Wie groß bist du? 1,80. Lisa Baschke, wie lässt du am liebsten einen Abend ausklingen? Alleine vorm Fernseher mit ungesundem Essen. Hm, was guckst du dabei? Trash. Ich hätte gedacht, du sagst jetzt Tatort. Auch. Weil ich aber Tatort in deiner Story sehe. Ja, Sonntag geht nichts ohne Tatort. Okay. Elektromusik oder R&B? Fuck. Oh nein. Oh, kann ich jemanden anrufen dafür? Mich. Hallo? Hallo? Okay, Philipp, pass auf. R&B oder Elektro? Ich würde immer auf R&B gehen. Alles klar. Wie war die Frage nochmal? R&B oder Elektromusik? R&B. Ja, habe ich mir gedacht. Mhm. Lieblingsrestaurant in Berlin? Steak and Sushi oder das Neni. Okay, was ist das? Das ist ein israelisches Restaurant im Bikini Berlin oben. Krass, noch nie gehört. Ja. Frage, die mir jemand gestellt hat, fand ich cool, habe ich mit reingenommen. Wenn dein Leben ein Buch wäre, wie würde das aktuelle Kapitel heißen? Boah. Neuanfang. Letzte Frage. Beende bitte diesen Satz. Ich habe eine Schwäche für Klamotten. Ach, wer hätte das gedacht? Damit.
Aber kurze Fragen, geil gelöst. Hat mir sehr gut gefallen. Mann! Ja, fand ich mich gut. Als ob sie das schon mal gemacht hat. Ja, ist das okay? Stark. Wir hatten heute einen sehr langen Drehtag. Wie ihr vielleicht wisst, ist Lisa meine Drehpartnerin. Und wir haben gerade eine ganze Menge durchgemacht. Ja. Aber ja, ich habe die Fragen unterteilt. Einmal alles, was so BTN halt viele was wissen möchten, mache ich einmal was privater ist, mache ich danach. Mhm. Es sind verdammt viele Fragen reingekommen. Ich weiß nicht, ob schon mal so viele Fragen reingekommen sind in der Kürze der Zeit. Okay, krass. So, wir fangen mal an mit BTN. Okay, easy. Easy. Für alle, die BTN verfolgen, wissen ja, wir haben da gerade eine sehr intensive Story gehabt mit den wir sind schwanger geworden. Wir haben ein Kind erwartet, was eventuell mit Trisomie 21 auf die Welt kommen wird. Dann ist es zu einer Schwangerschaftsvergiftung gekommen. Alles ist sehr dramatisch gewesen. Du bist ins Krankenhaus gekommen, es musste ein Notkaiserschnitt eingeleitet werden und das Kind ist leider dabei verstorben. Ich habe viele Fragen bekommen oder viele Nachrichten, die sagen, wow, das hat sich echt realistisch angefühlt. Ja. Also auch schon davor habe ich die Nachrichten bekommen und wir haben ja drüber gesprochen. Du hast die auch bekommen, was ich schon beeindruckend finde. Also ich fand es auch extrem, was ich für Nachrichten bekommen habe. Da haben wir auch drüber gesprochen von Leuten, die das tatsächlich leider durchlebt haben. Ja. Und ich finde, sowas bringt nochmal ein ganz anderes Bewusstsein dafür, wenn man das spielt. Und auch die Frage, wie war das für dich, dieses Thema zu spielen als schwangere Mama, die so alle Phasen durchläuft und schlussendlich ihr Kind verliert und das Schlimmste erleben kann, was man so als Mutter, glaube ich, ja, erleben kann, durchmachen kann? Also ich privat bin ja keine Mutter, weiß aber natürlich durch Amelie, wie ich als Mutter sein würde. Und dann nochmal, komischerweise muss ich ganz ehrlich gestehen, als ich schwanger gespielt habe, habe ich sehr oft vergessen, dass Miller eigentlich gerade schwanger ist. Weil du hast natürlich keinen echten Bauch. Hm. Weiß ich, wie viele Leute geglaubt haben, dass ich eben wirklich schwanger bin. Ja. In Wirklichkeit, ja. War der Wahnsinn. Aber dann, als es dann Richtung Enklapsie ging, also mit der Schwangerschaftsvergiftung, das war krass. Und ich habe in dem Moment... Es ist ja nun mal so, dir geht es wahrscheinlich ähnlich, sobald das Bitte vom Regisseur kommt, bist du die Rolle. Mhm. Und ich bin, sobald das Bitte kommt, bin ich Mutter, ich bin Miller und ich verliere gerade mein Kind. Mhm. Und das war schon, das wünsche ich keinem Menschen, dass der das in echt durchleben muss. Mhm. Ich meine, bei mir kam dann irgendwann das Danke und dann war das Thema gegessen. Bei Menschen kommt kein Danke. Ja. Und dann hast du jahrelang oder dein Leben lang einfach damit zu kämpfen. Ja. Wenn du sagst, ist es wirklich bei dir so, dass du dann wirklich auf dieses Bitte beim Dreh erst in der Rolle bist? Also ja, ich finde gerade zu diesem Highlight, will ich es jetzt nicht nennen, aber zu diesem, wo das alles gegipfelt ist, ist man schon relativ bedrückt, finde ich, zum Set gekommen. Also ich habe die Stimmung eigentlich schon mitgenommen. Ja, eigentlich schon, weil auch das Drehteam, das war ja auch super sensibilisiert auf uns. Ja. Und es war auch schön. Und aber komischerweise hatten wir so ein cooles Drehteam, dass die auch wussten, okay, jetzt wird man hier Zeit rausholen. Ich habe immer Probleme damit, aus emotionalen Szenen rauszukommen. Und das Team wusste Bescheid, okay, wann ist jetzt hier die Zeit gekommen, lustig zu sein, witzig zu sein oder halt in dieser Stimmung zu bleiben. Und ja, meistens so kurz vorm Bitte bin ich erst richtig das Fokus und dann werde ich zu Miller. Ja, und ich weiß es immer noch ganz gut, bei uns reichen eigentlich so ein paar Blicke und dann triggert man sich so selber gegenseitig und dann pusht sich das hoch und dann liefert man ein paar ganz gute Bilder ab. Normalerweise muss man sagen, ist an so einem Dreh, ist es eigentlich eine ganz lockere Stimmung, da wird gescherzt, der eine singt, der andere labert irgendeinen Mist. Ne? Aber speziell bei solchen Drehs, wo es wirklich darauf ankommt, dementsprechend auch mit Respekt an dieses Thema ranzugehen, dann bereitest du dich anders vor und dann ist das Team auch, wie Lisa schon gesagt hat, viel sensibler dafür, was auch deine Gefühle angeht. Wenn jetzt daneben mir einer irgendwelche Witze machen würde, aber ich muss hier gerade über meine tote Tochter reden, dann passt es nicht zusammen. Ja.
Und das fand ich super. Ja, das fand ich wirklich so, auch die Stimmung. Wir waren in diesem Krankenhaus gewesen. Wir sahen auch aus durch Make-up und Klamotten und alles. Das war schon krass. Und ich finde, wir haben das grandios gemeistert. Das war einer der Drehs, wo ich mich lange dran zurückerinnern werde und einer, die mich am meisten geprägt haben. Ja. Also man kann, es ist jetzt schwierig zu sagen, dass man sagt, es war ein schöner Dreh, aber es war... Ja, es war sehr intensiv. Man ist stolz vielleicht darauf, was man abgeliefert hat. Ja, ja. Und wie gesagt, wenn mir dann Mütter schreiben, ey, ihr habt das durchgemacht, ich habe mein Kind verloren und das, was ihr da gespielt habt, ich habe das nochmal durchleben können oder das stimmt so, und dann ist es, sage ich, vielen lieben Dank. Ne? Das ist, danke dir. Ja. Aber das muss halt matchen, ne? Und von daher, es hat bei uns sehr gut gematcht. Weil wir uns auch einfach blind vertrauen können. Ja. Ich weiß, wie du spielst, du weißt, wie ich spiele, wir kennen unsere Macken, wir sind ja, das ist einfach so, wir drehen jeden Tag zusammen, kennt man sich irgendwann. Und das ist schön, diese Vertrautheit. Ja, war natürlich nicht die ganze Zeit so, wir haben uns ja auch erstmal kennengelernt. Ja. Und da wächst, man muss auch zusammenwachsen, aber es ist ja wie in einer Beziehung. Ja, genau. Wie war das für dich, wo wir damals so zusammengekommen sind oder wo man dann erfahren hat, Mensch, das wird hier dann der nächste Spielpartner? Ja, du kamst, glaube ich, gerade von Paula, ne? Ja. Also wir haben auch nichts miteinander zu tun gehabt davor. Außer, dass du mich vergiften wolltest mit Abführmittel. Genau, weil im LA14 damals. LA14. Aber wir hatten nie was miteinander zu tun. Nee. Also ich wusste weder dein Spiel, du wusstest weder mein Spiel, und wir waren uns wirklich mit der Zeit von Drehtag zu Drehtag immer mehr kennengelernt, auch immer, okay, der tickt so und das braucht der und Naja, aber es war eine schöne Zeit und ich habe es gemocht, dich immer weiter kennenzulernen. Es war eine schöne Phase. Wir lernen uns immer noch weiter kennen, aber... Man lernt sich ja immer öfters kennen im Leben, ne? noch eine Frage, die so zu deinem täglichen Drehen ist. Wie schaffst du es danach, nach so einer schweren Sache zum Beispiel, die wir gerade gedreht haben, nach dem Dreh abzuschalten? Kriegst du das hin? Gehst du nach Hause und sagst, okay, jetzt ist halt ein Tatort, ich chille jetzt, trinke hier mein Glas Wein, oder nimm dich das mit und das hängt noch so ein bisschen nach? Philipp, ich muss dir ehrlich gestehen, nach dieser Zeit, nach diesem Dreh, habe ich nicht abgeschaltet. Okay. Das war eine der schwersten Phasen, die ich je in meinem Leben hatte. Auch gerade dieses Postdepressive, was Miller danach gespielt hat, ich habe es mit nach Hause genommen. Ich musste in Therapie. Ich musste das behandeln lassen. Ich habe hier angefangen, ich war hier zu Hause und war so, ich wollte eine Taschentuchpackung öffnen und habe angefangen zu weinen. Ich wollte abends was kochen und habe den Schneebesen nicht gefunden, habe angefangen zu weinen. Ich habe 20 Mal am Tag grundlos angefangen zu weinen. Und da wusste ich, okay, du nimmst die Scheiße gerade mit nach Hause. Und das wusste ich, okay, der Dezember und der Januar, das war der Drehzeitraum. Der war echt beschissen. Ja, das ist echt schon so. Aber ich bin rausgekommen, hey. Ja, aber so ein zweischneidiges Schwert, ne? Ja. Das spricht natürlich dafür, dass du in der Rolle bist, aber das spricht doch dafür, dass du es nicht loslassen kannst. Ja. Das ist mir, glaube ich, ich bin jetzt seit 11 Jahren bei BTN, das ist mir das zweite Mal passiert. Ja, das ist schon irre. Aber dafür sind die Bilder auch gut geworden. Ja, deswegen. Also, ja, okay, dann muss ich auch sagen, zu Recht. Ja. Oder, ne? Also, mir ist es tatsächlich bei einer Szene oder bei einem speziellen Dreh so bei mir selber aufgefallen. Da ging es darum, dass ich die Grabrede halte für unser verstorbenes Kind. Das war so stark, ich habe die Szene gesehen. Und ich wusste natürlich vorher, ich muss die Grabrede halten, und da gab es einen vorgefertigten Brief, den ich aber so nicht schön fand, oder ich dachte, das sind halt nicht meine Worte. Also habe ich mich Tage vorher zu Hause hingesetzt und den Abschiedsbrief für meine in BTN verstorbene Tochter geschrieben, und da sind mir dann auch so die Tränen gelaufen, wo ich mir denke, ey, man versetzt sich da rein, und was wäre, wenn du jetzt ein Kind hättest, was du jetzt zu Grabe tragen musst? Und das ist halt ein heikles Thema, was man auch dementsprechend mit Respekt rangeht, und da habe ich auch gemerkt, ey, du nimmst es gerade ein bisschen mit nach Hause, aber es ist ja okay, denn dafür wird es dann halt auch umso schöner am Tag X, wenn du es dann drehen kannst. Die Szene war, danke. War nicht ohne. Danke, ja, ich habe zu denken. Miller und Lisa. Ja. Verstehen die beiden sich gut? Nein. Gibt es da Unterschiede? Also ich glaube, wenn die beiden aufeinandertreffen würden, würden sie, glaube ich, keine Freundinnen werden. Warte mal, doch, eigentlich schon. Jein, würde ich sagen. Ja? Warum? Naja, ihr habt schon Ähnlichkeiten und ihr seid auch in verschiedensten Sachen sehr weit auseinander. Ich glaube, Miller würde mir relativ schnell auf den Sack gehen. Weil die auch so super naiv ist auch. Also auch Bezug auch zu ihrer Tochter, wo ich als private Person auch sagen würde, greif mal da ein bisschen mehr durch.
Ja. Und die ist mir auch zu. Die ist mir zu schnell, zu aufbrausend auch, ne? Die denkt mit ihrer Zunge. Ja, ganz schwierig manchmal bei ihr. Ja. Was ja nicht unbedingt ein schlechter Charakterzug ist. Obwohl erst denken, dann sprechen, das ist immer ganz gut. Ja. Ich finde, sie war schon sehr hart zu Mike. Ja, das war da, also da, ich glaube, ich hätte mich längst verabschiedet. Ja, stimmt, das. Mir, du tatst mir auch wahnsinnig leid. Das ist sogar eine Frage. Hat dir Mike beim Dreh leid getan manchmal? Super leid getan, auch Amelie hat mir leid getan. Und ich finde viele Kompromisse mit Miller, ja? Auch Sichtweisen, Denkweisen, die sie manchmal hat, muss ich nicht nachvollziehen, ist eine Figur. Das unterscheidet mich ja auch von Miller. So kann ich ja diese Figur überhaupt spielen, dann wird es ja erst ein Spiel. Mhm. Aber dieses, wie Miller mit Amelie und Mike, diese Postdepression, lass sie depressiv sein, aber oh mein Gott, also da habe ich, wo ich Miller werden sollte, kurz vorm Bitte, habe ich mir gedacht, okay, jetzt gehst du in eine Person rein, die du absolut nicht nachvollziehen kannst. Ich habe Miller gehasst zu dieser Zeit. Man nervt sich da quasi selber, ne? Ja, ja. Man spielt halt eine Rolle, ne? Ja, und sie ging mir mega auf den Sack. Ich habe Zank mit ihr gehabt, privat. Also ganz innerlich, ganz tief, war ein ganz großer Streit gewesen. Ja. Mhm. Findest du eigentlich, dass wir in dieser Dreierkonstellation Amelie, Miller, Mike ein gutes Team sind? Ein bestialisch gutes Team. Ich mag uns super gerne. Finde ich auch. Ja. Nee, das passt. Das ist, wir sind schon krass. Ich finde auch, wir sind das beste Motiv. Nee, also wirklich, wir haben alle drei. Also ich zu Amelie, Amelie zu dir. Ja. Und wir beide. Und wir beide. Das ist einfach, das connectet immer sehr schnell. Und das trägt doch so ein Bild. Ja. Ich finde, man muss ja dazu sagen, weil wir ja nur zu dritt in der Wohnung sind. So haben wir irgendwie keinen von außen, der uns irgendwie beeinflusst. Wir konzentrieren uns nur auf uns. So lernen wir uns schneller und intensiver kennen. Die Drehs sind intensiver und prägender. Ja. Finde ich geil. Mit den restlichen Kollegen von BTN verstehst du dich gut? Ja, eigentlich mit allen. Ja. Gibt es auch Freundschaften? Laura? Laura Mark? Du natürlich und Pia. Also mit denen du natürlich am meisten zu tun hast. Ja, ich glaube, es ist auch die gleiche Antwort, die ich immer sage. Es ist wie jeder Beruf. Mit manchen Kollegen verstehst du dich halt gut. Ja. Mit manchen verstehst du dich nicht so gut. Ja. Aber man hat dann trotzdem so ein... Natürlich habe ich auch Kollegen gehabt, wo ich gesagt habe, ja gut, dass wir jetzt ja auch nicht jeden Tag zusammen drehen, ne? Ja. Also gut. Ja. Ach, gibt's doch welche? Ja, verrückt. Sind aber auch nicht mehr da. Naja. Wie bist du damals zu BTN gekommen? Oh Gott! Das weiß ich tatsächlich nicht. Also ich weiß das auch nicht. Die schlimmste Geschichte. Es war damals ein Filmpool-Casting und ein Kollege, wir nennen ihn Steve, er hieß wirklich Steve, der ist zum Casting gegangen und ich war seine Begleitung. Okay. Und dann waren wir in diesem Vorsprechraum, wo man vorsprechen muss. Ich kam frisch von der Schauspielschule, ja. Und dann. Wie lange ist es her? 11 Jahre. Uff. Ja, ja. So, und dann war dieser Vorspiel, wo alle vorsprechen, jeder hat die gleiche Szene zum Spielen. Und ich fand die alle so unheimlich schlecht, dass ich da irgendwie einen Spruch abgelassen habe. Und dann meinte die Caster dann so, na jetzt bist du dran. Und ich kam da barfuß an, weil ich hatte Pumps an und es hat gepisst wie Sau. Ich habe die Schuhe ausgezogen. Und dann habe ich da einen vom Leder gerissen. Und ich glaube, das Castingband gibt es gar nicht mehr. Und dann sollten wir ausrasten, weil wir irgendwie in der Casting-Szene sollten wir ausflippen, Wut zeigen. Er hat, glaube ich, einen Stuhl genommen und ihm in die Tür geschmissen. Mhm. Dann war die Tür kaputt. Mhm. 6 Wochen später kam der Anruf. Ich bin für eine Woche dabei. Mhm. Basti Stalkerin. Für eine Woche war Miller vorgeschrieben. Ach so? Ja. Und jetzt klebe ich hier seit 11 Jahren rum. Wie viele Jahre wären es noch? Ist offen. Ist offen? Ja. Ist offen. Ja. Abschlussfrage von BTN. Wer ist denn bei uns Bad Cop und Good Cop? Bei uns beiden? Ja. Ach du Scheiße, Bad Cop und Bad Cop. Ja. Das ist lustig, wir haben heute tatsächlich jetzt das Gespräch gehabt. Ja, wir lieben den Film Die etwas anderen Cops und da gibt es auch diesen Bad Cop und Bad Cop. Ich glaube, wir kommen beide in die Hölle. Ja, auf jeden Fall. Ja, gibt keinen. Na, also keiner wird gut sein. Nee. Ich hau noch mal eine drauf, dann kommst du noch mal, gibst noch mal eine Packung und ich dann so. Ich denke auch, ja, das wird maximal asozial. Tja, aber böse macht halt ein bisschen mehr Spaß. Finde ich auch. Darauf trinken wir ein. Darauf trinken wir ein. Cheers, das war BTN-Frage. So, es gibt ja hinter der Person Miller noch eine andere. Lisa, erzähl mal, du bist Schauspielerin. Ja. Hast du das gelernt? Ja, hast du es gelernt. Auf dem Dorf? Nein, hier in Berlin. An der Schule? An der Schauspielschule.
Das unterrichten die sowas. Krass. Nee, hast du tatsächlich ja? Fertig gemacht von Anfang bis Ende? Wie lange dauert sowas? Sechs Semester. Drei Jahre, ja, genau. Ja. Du bist dann quasi direkt von der Schule, Abi, Schauspielschule oder? Genau, Fachabitur gemacht, Fachhochschulreife, weil ich ja eigentlich Psychologie studieren wollte. Mhm. War mein NC zu schlecht? Ach ja. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, für die Schauspielschule. Und dann habe ich keine staatliche angenommen. Ich habe hier auf zwei staatlichen vorgesprochen und dann muss ich auf eine private gehen. Und bist du Berlinerin? Ja. Von wo? Hellersdorf. Ja. Du bist ein richtiges Berliner Gewächs. Ich bin ein richtiger Ossi. Wir können auch das Gespräch hier weiter auf Berlinerisch filmen, wenn du Bock hast. Ja, nee, lass mal lieber warten. Ach komm, nee, jetzt bin ich drin. Jetzt können wir das doch einfach mal durchziehen. Ich habe immer versucht, Hochdeutsch zu sprechen. Ich werde jetzt... Ich habe mir komischerweise... So, jetzt zieht's durch. Ich habe mir damals, als ich das Angebot gekriegt habe, dass ich Kim Miller spiele, habe ich mir nämlich gedacht, wenn ich eine Rolle spiele, dann spricht sie Hochdeutsch. Manchmal, wenn ich ausraste, kommt es noch durch, aber an sich spricht Miller Hochdeutsch. Und sobald ich hier zu Hause bin, fange ich an zu Berlinern. Wie jetzt? Ich Berliner immer, wenn ich mit meiner Oma rede. Ich fange mal an. Ich möchte dich Berlinern hören jetzt. Aber Oma ist ja gerade nicht am Telefon. Achso, das kannst du nur, wenn er mir gerade... Ja, das kann ich nur, wenn Opi am Telefon ist. Du hast das gerade gemacht. Erzähl mir keine Faxe hier, ey. Nee, da will ich mal zeigen, dass der Enkel noch von hier kommt, weil meine Großeltern leben und in Eberswalde. Ja. Ich bin da aufgewachsen. Geil. Schön, oder Brandenburg, den Brandenburg-Dialekt. Ich krieg ja die Schöne zu. Schauspielerisch, welche Vorbilder hast du da, wenn du jetzt mal so ein paar nennen würdest? Ich würde unheimlich gerne mal mit Lars Eidinger drehen. Mich juckt's in den Fingern. Den finde ich ja grandios. Okay. Ja. Ansonsten habe ich keine Vorbilder. Weil ich glaube, wenn ich mir schauspielerisch Vorbilder nehme, kicke ich mir das Spiel ab und spiele genauso. Ich will aber mein eigenes Spiel entwickeln. Ich habe natürlich Leute, die ich feiere, Leonardo DiCaprio. Mhm. Ja, sowas. Aber ich habe an sich kein schauspielerisches Vorbild. Wo sehen wir dich noch neben Berlin Tag und Nacht? Weil ich weiß ja, du machst doch andere Projekte. Gibt es da Sachen, die du schon verraten darfst? Ja. Dann sprich, wo sieht man dich? Manta Manta 2. Manta Manta, falls ihr diesen Film nicht kennt, meine Lieben. Das war ein Film aus den frühen Mitte 90er. Ja. Til Schweiger, Manta Manta in, ich glaube, gelb, blau, roten Streifen. Absoluter Kultfilm. Mit Fuchsschwanz und hat alle Klischees damals bedient und war totales... Wird auch wieder alle Klischees bedient. Wann kommt der in den Kinos? Premiere ist 30.03. jetzt. 30.03. Da ist er in den Kinos. Am 30.03. Also alle, die... Boah, kann ich wieder Promotion machen? Ich raste hier aus. Manta Manta 2, ab 30.03. im Kino. Mit mir. Das ist übrigens mein fünfter Film. Ja, was waren die anderen davor? Til Schweiger. Sag mal, welche waren das? Das Beste kommt noch. Nee, oh Gott, können wir es warten? Nein. Okay. Der erste war die Hochzeit. Dann kam die Rettung der uns bekannten Welt. Dann kam Lieber Kot. Jetzt kommt Manta Manta. Den anderen verrate ich noch nicht, der kommt noch. Okay. Ja. Wow. Ich sehe ja, du bist so ein bisschen bemalt. Nee, es geht wieder ab. Das malt mir jeden Morgen auf. Kommt da noch was dazu? Nein, lass mir wieder alles wegläsern. Alles? Fast alles. Ja? Also das alles. Ja. Ja. Wieso, wenn ich fragen darf? Weil es scheiße gestochen ist und weil es nicht mehr zu mir passt. Ich war Anfang 20, Leute. Man bereut Dinge, die man mit Anfang 20 tut. Das ist viele, kann ich so unterschreiben. Aber man, ich sag mal so, man lernt ja auch so aus seinen Fehlern. Genau, deswegen lasse ich mir jetzt wegläsern. Ja. Ich hab daraus gelernt. Ja. Tut doller wie jetzt tätowieren, also überlegt euch das. Würde ich im Nachhinein wahrscheinlich auch machen. Was? Tattoo entfernen. Echt? Ja. Welches? Alle, die ich habe. Du willst komplett nackt sein? Könnte ich. Was? Nee, also das hier kriege ich nicht mehr hin. Ja, also, sieht halt so ein bisschen narbig danach aus, aber... Ja, und das ist halt das Ding, das ist so ein jahrelanger Prozess. Ich brauche bestimmt 2-3 Jahre, weil ich nicht will, dass Narbengewebe entsteht. Aber ich habe super dicke Haut und viel Haar. Das überdeckt dann so die ein oder andere Narbe. Ich auch. Aber du hast viel Haar? Ich habe auch viel Haar. Ja, ich glaube gar nicht, wie behaarte Füße Lisa hat. Das ist krass. Das ist der Wahnsinn. Man nennt sie auch immer den kleinen Frodo am Set. Danke an meinen Vater. Hättest du Bock darauf, ein Training mit Philipp zu machen? Oh nee, ich habe Angst vor dir.
Ich mache mit jedem Sport. Aber von dir habe ich. Also, wir können es gerne mal machen. Man muss dazu sagen, man muss dazu sagen, ganz ehrlich, dass unsere Frau Waschke hier neben uns ein ganz klein bisschen wehleidig ist. Nur so ein ganz klein bisschen. Nö. Okay, pass auf. Du trainierst nicht mit dem Pumpen und wir gehen mal laufen. In meiner Pace und meine Kilometerzahl. Okay. Machen wir jetzt den Deal für Kamera? Ach du Scheiße. Auf alles. Okay. Auf alles. Ja. Aber gibt es einen Wetteinsatz, Justin? Also, machen wir einen Wetteinsatz. Da muss noch ein nächstes Video dabei rausspringen. Okay, ja. Aber Wetteinsätze sind jetzt hier nicht so eine Faxen wie Ehre und so eine Scheiße, okay? Das ist schon, auch schon im Universum. Jeder darf sich ein verrücktes Video ausdenken, was wir... Ja, okay. Irgendein Prank oder so ein Scheiß. Egal. Ja. Gewinner denkt sich ein Video aus. Alles klar. Alles klar. Wie ist es eigentlich, wenn man dich auf der Straße sieht? Bist du jemand, mit dem man mal Bilder machen kann? Sagst du dir eher so, nee, oder... Ich hätte einen Tipp. Ja? Der Ton macht die Musik. Okay. Ich glaube, wenn man dich nett fragt, ja, dass du da bestimmt auch nicht Nein sagst. Nee, genau. Wenn man mich nett fragt, ist es kein Problem. Also mir ist es, komischerweise muss ich gestehen, mir ist es bis heute unangenehm, angesprochen zu werden. Ich vermeide es auch eigentlich, deswegen vermeide ich öffentliche Plätze und sowas alles. Mich sieht man sehr selten draußen. Aber wenn, macht wirklich der Ton die Musik. Wenn ich jetzt natürlich gerade am Essen bin oder am Geldautomaten, ey, Müller! Bin ich raus. Ja, also ist auch, wir sind auch normale Menschen. Wir haben Persönlichkeiten, wir haben richtige Namen. Ich finde es auch nicht schlimm, mit Müller angesprochen zu werden. Aber wie du sagst, ja, der Ton macht die Musik. Seid lieb. Seid lieb. Seid nett. Ja. Und dann kriegt ihr auch ein Bild. Ja. Ich muss zugeben, dass ich niemand kenne, der sich so gut privat kleidet und stylt. Also das ist... Sagst du jetzt so, oder? Nee, tatsächlich, ob ich jetzt die Vogue aufschlagen würde, was ich nicht mache, aber wenn ich die Vogue aufschlagen würde... Ich habe eine hier. Ja, das wundert mich nicht. Du siehst immer so aus, als ob du gerade aus dem Katalog kommst. Oh. Alles sehr gut abgestimmt. Also stylingtechnisch ist unsere Frau Waschke schon auf einem ganz anderem Level. Oh, das bedeutet mir wirklich viel gerade, ohne Scheiße. Machst du das einfach so frei Schnauze jeden Tag oder suchst du dir wirklich deine Outfits raus und sagst, nee, das mache ich jetzt? Frei Schnauze. Ja? Ja. Mhm. Hast du ein Händchen für? Ja, ich habe ein Händchen für, das dauert aber auch, ne? Also abends mir schon zu überlegen, was kann ich am nächsten Tag anziehen oder morgens. Wenn ich jetzt 20 Minuten vor meiner beschissenen Kleiderstange stehe und mir da irgendwie was zusammenbasteln muss. Hm. Weil ich will mir auch selber gerecht werden. Hm. Und ich weiß, wir werden eingekleidet, wenn wir ans Set kommen. Und ich weiß, von hier bis zum Einkleiden, bis zum Set, noch nicht mal eine halbe Stunde habe ich dieses Outfit an. Aber das gönne ich mir, ne? Da denke ich mir, ja. Findest du den Schritt, den du damals gemacht hast, Schauspielerin zu werden und nicht dein Studium zu machen, würdest du das heute noch genauso machen? Ja. Ja? Ich liebe diesen Beruf. Ich will nichts anderes mehr machen. Weil ich denke mir, wärst du, was wolltest du studieren? Wenn oder du Medizin. Ich wollte ja Rechtsmedizinerin auch machen, ne? Genau, du hättest ja quasi als Privatperson leben können. Genau. Hätte erfolgreich, ja, richtig gut in dem, was du machst, aber du hättest jetzt nicht auf der Straße irgendwie einen großen Wiedererkennungswert, ja, gehabt. Es sei denn, du wärst der Mediziner des Jahrhunderts gewesen. Weil eine Person des öffentlichen Lebens zu sein, bringt ja eigentlich nur Vorteile mit sich. Auch viel, nee, auch sehr viele Nachteile. Ja, also meine ich ja deswegen. Ja. Das ist alles ein Für und Wider. Es kommt drauf an, wenn du irgendwann weißt, mit diesem Status umzugehen, kann der auch sehr positiv sein. Was findest du die größten Vorteile daran? Naja, guck dir meine Wohnung an. ja. Vorteile, Öffentlichkeit, jetzt gar nicht mal irgendwie. Natürlich kriegt man andere Möglichkeiten durch. Die werden irgendwo anders die Türen offen gehalten, Partnerschaften entstehen, ja, oder du kannst hinreisen, du kannst mehr von der Welt sehen, weil dir da viele Möglichkeiten offen sind. Aber ansonsten ist es einfach nur die Schauspielerei, die mich daran hält. Ja. Natürlich hätte ich auch privat bleiben können, aber ich lerne damit umzugehen. Wie gesagt, ich werde jetzt auf gar keinen Fall, werde ich mal auf einen Samstagnachmittag um 14 Uhr ins Alexa gehen oder über den Alex laufen. Ja. Klemme ich mir. Ja. Es sei denn, man ist geil darauf. Ja. Bin ich aber nicht. Von daher, kann auch diesen Beruf machen und mich nur hier zu Hause verbarrikadieren. Hauptsache, ich bin am Set und kann spielen, darf spielen. Damit. Also du bist eine Schauspielerin, die fürs Schauspiel brennt. Danke. Ja, Amen. Ja. Ja. Ich glaube, das sieht man ja auch, ne? Ja, weil wenn dir eine Sache Spaß macht, dann machst du sie gut.
ist weder Beruf, dir macht nicht immer alles Spaß und es ist auch nicht jeder Tag der beste Tag der Welt, aber schlussendlich liefert man durchweg auf einem hohen Niveau ein Produkt ab. Jetzt könnt ihr natürlich auch viele sagen, das ist ja alles gar kein Schauspiel und die Laiendarsteller und die werden alle überbezahlt. Komm nicht, komm, shut the fuck up. Aber ich sag mal so, haters gonna hate. Ja. Also egal, was man macht, es gibt immer welche, die können sich... Aber das BTN, alles Laiendarsteller und es ist Trash. Nee, Leute, wenn ihr wisst, was hinter den Kulissen jeden Tag am Set ergibt, wie wir uns so maximal den Arsch aufreißen. Ich kenne ja, ich weiß, wie es ist, am Set von BTN zu sein und ich weiß, wie es am Set von einem Film ist. Und da ist es nicht mal nur, du kannst Pick-up, bei einem Film kannst du einfach ein Pick-up machen. Mitten in der Szene machst du einen Break, wenn du dich verhaspelst oder sonst was und setzt dann neu an. Können wir nicht. Wir müssen die Szene komplett durchdrehen. Und wenn ich da komplett mit dem größten Heulkampf meines Lebens am Boden liege und die Szene nichts ist, dann muss ich das nochmal 7 oder 8 Mal machen. Ja? Und das ist halt so, das BTN ist viel mehr Arbeit, als einen Film zu drehen. Ohne Scheiß. Du hast da deine 20 Drehtage und dann ist die Nummer abgedreht bei einem Film. Wir machen das jeden Tag. Und schlussendlich, wie viele Jahre gibt es das jetzt? 12? Ja. Der Erfolg gibt Ihnen recht. Danke. Ja, die Quote war mal höher, die Quote war mal niedriger. Aber schlussendlich ist das immer noch ein Riesenprodukt und der Erfolg gibt Ihnen recht. Ich weiß, also ich habe ja auch noch ein Leben vor dem Schauspiel gehabt. Ich weiß, wie schwer das ist, in der freien Marktwirtschaft sein Geld zu verdienen. Daher weiß ich auch, dass es ein Privileg ist, mit so einem Job sein Geld zu verdienen. Obwohl das, wie gesagt, manchmal viel schwerer ist, als man da draußen vielleicht eigentlich denkt. Wie Lisa ja schon gesagt hat, ne? Also du nimmst da wirklich... von den schweren Themen auch Sachen mit nach Hause und dann, das ist nicht alles ohne. Aber von daher kann ich nur noch mal sagen, ich finde es auch sehr geil, diese Konstellation, die wir haben, dass ich dich meine Spielpartnerin nennen darf. Ich weiß aber auch, dass ich dir sehr oft auch auf den Sack gehe. Ich spüre das ja, weil ich dich ja auch so gut kenne. Ja. Das gehört auch dazu. Aber es ist ja wie auch im privaten Leben, ne? Manchmal geht dir deine Mama auf den Sack oder dein Mann, deine Frau oder dein Bruder und dann ist es auch so, dann kommt man trotzdem nächsten Tag wieder, macht sein Ding und dann gibt es wieder die richtig geilen Bilder, wo man sich danach abcheckt und sagt, wow, da haben wir ein geiles Produkt gemacht. Aber ich muss schon sagen, gerade dieser Dreh auch mit Hope und dieser Schwangerschaftsgeschichte hat uns nochmal irgendwie mehr zusammengeschaut. Seitdem, es läuft ja wie geschmiert bei uns gerade. Ja. Und ich mag das. Ja, ich auch. Lass uns das beibehalten. Auf jeden Fall. Wir sind ein geiles Team. Sind wir. Und das war es auch zu unserem Backstage-Talk. Fand ich richtig geil, dass du hier warst. Super. Cool, ja. Super. 10 von 10, sagt Justin hinten. Finde ich super geil. Und wie bei den anderen Videos hast du jetzt das letzte Wort. Du kannst dich verabschieden, du kannst da an die Kamera sprechen, du kannst sagen, was du willst, du kannst dich völlig zerreißen. Stage is yours. Okay, ganz spontan. Ich mache einfach mal für einen Schnitt, damit ihr das zwischenschneiden könntet, ein paar Grimassen. Ich lasse Schnittpausen. Danke, Philipp. Du musst sagen, dass die abonnieren und liken und teilen. Ah, okay. Okay. So, und tut er mir bitte einen Gefallen. Bleibt ihr dem Philipp und mir einen Schnuff treu. Abonniert den Kanal, liked, macht euch eine Glocke an, sobald er hier online geht. Ihr wisst, was ihr alles zu tun habt, alles klar? Ich will, dass das Ding hier durch die Decke geht. Ja? Wir sind jetzt ein Team. Wir arbeiten zusammen. Zum Ende vom Video müssen nur noch 1-2 Worte loswerden. Ganz genau. Normalerweise wird der Backstage-Talk hier anders beendet, aber wir fühlen uns gezwungen, das zu sagen. Lisa, wir waren gestern zu John Wick 4. Zur Premiere. Zur Premiere. Und du hast uns das Ende gespoilert. Und so getan, als ob es dann doch nicht so ist. Schäm dich, Lisa. Leute, die spoilern, die mag keiner. Thank you.